Rechts vor links, links zu rechts, link nicht rechts, rechts mit links. Bitte was? Zu kompliziert? Dann nochmal. Rechts vor links, links zu rechts, link nicht rechts, rechts mit links. Das ist Grundwissen. Menschen sind aber auch Herdentiere. In der Masse sinkt der Verstand mit der Anzahl der Versammelten. Bleiben wir beim Bild der Herde. Jede Herde hat einen Anführer. Damit ein Anführer sein Team führen kann, muss er dessen Sprache sprechen. Wichtig aber ist, dass er darüber hinaus in der Lage ist, diese Sprache neu zu definieren. Ein Führer, der Erfolg haben will, muss bekannte Sprache neu auslegen. Er muss die Deutungshoheit gewinnen. Durch den Umstand, dass er Worte und Begriffe und deren Bedeutung neu festlegt, gewissermaßen überschreibt, lenkt er seine Gruppe auch dann, wenn er selbst gar nicht vor Ort ist. Merke. Rechts vor links, links zu recht, link nicht rechts, rechts mit links. Bitte was? Zu kompliziert? Dann nochmal. Rechts vor links, links zu recht, link nicht rechts. Rechts mit links. Das ist Grundwissen. Wer die Sprache eines Menschen beherrscht, beherrscht den Menschen selbst. Sprache ändert sich, beziehungsweise wird geändert, um Menschen zu ändern. Vor allem der letzte Satz sollte einem zu denken geben. Werden wir endlich konkret. Was bedeuten heute noch Begriffe wie links oder rechts? Was vorgestern als links bezeichnet wurde, kann auch heute noch als links bezeichnet werden. Völlig egal, dass es heute vielleicht für rechts steht. Zu kompliziert? Dann nochmal. Rechts vor links, links zu recht. Link nicht rechts. Rechts mit links. Bitte was? Zu kompliziert? Dann nochmal. Rechts vor links. Links zu recht. Link nicht rechts. Rechts mit links. Das ist Grundwissen.